Hallo zusammen, Thomas hier. Ja, ich bin ziemlich weit weg von der Kamera. Das hat aber einen guten Grund. Jeder, der fotografiert und der filmt und dafür auch ein Stativ verwendet, kennt das Problem. Meistens sind Stative zu klein und die Kleinstative leider auch nicht sehr stabil, mithin doch eher ein bisschen wackelig. Insbesondere sehr große Menschen kennen das Problem nur zur Genüge, wenn sie vom Stativ fotografieren, wenn sie vom Stativ oder mit dem Stativ filmen, das Stativ benutzen, um zu filmen, ist die Körperhaltung nicht unbedingt die gesündeste. Ganz einfach, weil so ein Stativ oft zu niedrig ist und hat man eine sehr gebeugte Körperhaltung. Und wenn man das länger machen muss, wird das nicht nur unangenehm, es geht einem auch tierisch auf den Zeiger und das Fotografieren, das Filmen macht keinen Spaß. Das erste Stativ, das mir die Firma Tingteek zur Verfügung gestellt hatte, war auch ihr erstes Stativ. Das war das Tingteek Pyramid. Und das ist ein sehr gutes Stativ. Ich habe es bis heute in Gebrauch. Meine Kamera, die mich heute filmt, steht nämlich genau da drauf. Es hätte für meine Körpergröße, ich bin 1,82 m, für manche oder in manchen Situationen größer sein können. Deswegen hatte ich relativ frühzeitig nach den ersten Erfahrungen mit dem Tingteek Pyramid habe ich mit Tingteek weitergehend Kontakt aufgenommen und darum gebeten, gefragt, wann habt ihr vor, auch bei Gelegenheit mal ein richtig großes Stativ zu machen? Als nächstes Stativ kam das Tingteek Wing, ein klassisches Reisestativ, leichter, hinreichend stabil, aber auch noch dabei ein bisschen kleiner von der Höhe, ein bisschen niedriger als das Pyramid. Und jetzt kommt das richtig großes Stativ. Jetzt gibt es nämlich ein neues Stativ von Tingteek und das ist das Tingteek Jumbo. Und dieses Stativ ist nicht klein, es ist, wie ich finde, für die Größe unverändert relativ leicht. Das ist auch wieder ein Carbon-Stativ. Man hat sogar eine ganz entscheidende Sache verbessert. Falls ihr das seht und ihr auch sogar ein Tingteek-Stativ habt, dann wisst ihr, dass bei den ersten beiden Stativen das Öffnen und Schließen dieser Drehelemente einen relativ weiten Weg hatte. Und das hat man jetzt bei dem Jumbo gleich noch mit verbessert, indem man nämlich auch jetzt nur etwa eine Vierteldrehung hatte. Und das Tingteek Jumbo heißt Jumbo, weil es groß ist. Was die Verarbeitung angeht, was die Stabilität angeht, ist das Stativ, und jetzt fährt da tatsächlich mal ein Trecker vorbei. Lass mal den gerade mal vorbeifahren. Wobei ich gar nicht weiß, ob ihr den hier hört. Das Tingteek ist bombenstabil und es ist sauber verarbeitet. Die wesentlichen technischen Eigenschaften sind auch schnell erzählt. Die wesentlichste Eigenschaft, das ist die, die wir sehen können. Ich sagte ja, es ist groß, deswegen heißt es wohl auch Jumbo. Und das Stativ hat eine Höhe, ich habe selber nachgemessen, von 1,61 m. Keine Mittelsäule, und das ist die Höhe der Basaltplatte. Da kommt noch ein Kopf drauf. Das ist das erste Tingteek-Stativ, das ohne Kopf kommt. Das hat den wesentlichen Grund, dass Tingteek von sich aus das Stativ adressiert als Videostativ. Hat eine Traglast von, nach Aussage von Tingteek, ich habe es nicht ausprobiert, weil ich nichts habe, was diese Last hätte, was ich auf das Stativ hätte bringen können, von bis oder beziehungsweise von maximal 40 Kilo. Und selbst wenn es nur 30 Kilo sind, ist das enorm viel. Als Videostativ, da bekommt man eine richtig große, schwere Videokamera drauf. Mit richtig großen, schweren Linsen. Also, und auch einen richtig großen, schweren Videokopf, einen Fluid-Neiger, der dann, wenn er stabil ist und so eine Kamera, so eine große Videokamera halten soll, dann auch entsprechend schwer sein muss. Und dafür ist das Stativ nach Aussage von Tingteek im Wesentlichen ausgelegt. Was ich nicht ganz verstehe, dass man die Fotografen mit dem Stativ nicht adressiert. Denn es gibt durchaus auch Situationen, wo man ein schweres Stativ braucht. Wenn ich mit einem sehr langen Teleobjektiv fotografiere, das durchaus auch ein paar Kilo auf die Waage bringt und dann noch die entsprechende Kamera dazu und ich vielleicht noch in einer sehr windigen, in einer stürmischen Situation unterwegs bin, dann brauche ich ein großes, stabiles Stativ, das richtig feststeht mit dem ganzen Gelumper, was ich da oben drauf habe. Für mich ist das genauso ein exzellentes Fotostativ wie auch ein exzellentes Videostativ. Und es kommt zwar ohne Kopf, aufgrund der Tatsache, dass natürlich ein Filmer
ganz andere Köpfe da drauf tut, als wir Fotografen das tun. Aber es kommt mit zwei Basen, zwei Basiselementen. Und die kann man ganz einfach rausschrauben. Wir haben hier einfach lege ich die hier mal weg. Wir haben diese einfache Basalplatte. Na, muss man aufpassen, dass einem das nicht wegfliegt und das Mikro dann auch nicht in Mitleidenschaft gezogen wird. Und die können wir hier dran machen. Ich nehme aber diesen kurzen Knubbel, denn wir können auch dieser Schale, dieser Halbkugel, können wir da auch drauf machen. Da kann man nämlich, kann das wahlweise mit diesem längeren Element nutzen oder mit dem kürzeren Element. Das kann man austauschen, weil die Schrauben sind natürlich identisch. Schmeißen wir das mal weg. Dann tut man hier diese Schale rein. Und dann kann man das unten festdrehen, das geht sehr schnell. Und durch diese Schale haben wir etwas, was wir gerade bei der Panoramafotografie sehr gut nutzen können. Wir haben nämlich die Möglichkeit, dann den Kopf, der auf dieser Schale ist, den noch schön auszurichten. Denn das Stativ, wie sich das für ein Stativ in der Größe und dann zum Preis kommen wir später, in der Preisklasse gehört, wir haben hier eine Labelle drin, die auch wirklich sehr schön gedämpft ist. Die ist also, die zittert nicht hektisch hin und her, sodass man Schwierigkeiten hat, das sauber einzustellen. Da ist die Flüssigkeit, die da drin ist, ist relativ viskos, sodass die Libelle, die da drin ist, diese Luftblase, langsam erst nachkommt und dass man sehr sauber einstellen kann. Man kann also das Stativ locker bis 10, 15 Grad, wenn es nicht ganz sauber steht, kann man den Kopf, diese Basiseinheit, auf der der Kopf ist, noch schön ausrichten, damit man dann gerade für die Panoramafotografie eine absolut waagerechte Ausrichtung hat und einen exakten, ganz sauberen Schwenk für ein klassisches, digitales, geschwenktes Panorama machen kann. Das finde ich also eine sehr schöne Geschichte. Und dann kann man dann natürlich dann den Kopf drauf machen, der eigenen Wahl. Ich denke, jeder Fotograf wird einen Kopf haben. Und für so ein Stativ, wenn man gerade das mit schweren Köpfen benutzt, dann wird man sicherlich auch einen sehr großen Kopf haben. Ansonsten, falls ihr vielleicht schon ein Tink-Tik-Stativ habt oder ein anderes Stativ, habt ihr natürlich einen Kopf, mit dem ihr dementsprechend arbeiten könnt. Kommen wir zum Preis. Was kostet jetzt so ein schönes, großes Tink-Tik-Stativ? Das Stativ kostet 449 Euro. Das ist für ein Stativ nicht wenig Geld. Wenn man jedoch ein sehr stabiles, ein sehr großes, ein sehr hohes Stativ braucht, ist es vergleichsweise günstig. Ich habe mir nämlich mal einige der potenziellen Mitbewerber angeguckt, die ähnlich große, ähnlich hohe Stative bauen, die eine vergleichbare Traglast haben. Und da wären zum Beispiel das Rollei Lion Rock. Das hat eine Traglast von 30 Kilogramm. Es hat eine Höhe von maximal 1,48,5 Meter, also ist gute 10 cm niedriger und hat ein Gewicht von 2,34 Kilo. Hatte ich das Gewicht schon erwähnt? Das Stativ wiegt auf meiner Küchenwaage 2,4 Kilo, entspricht, glaube ich, auch in etwa der Angabe des Herstellers. Und das Lion Rock, jetzt kommt's, kostet regulärer Preis 999 Euro. Jenseits von der einen oder anderen Rabattaktion, dann ist sowas natürlich immer günstiger. Ein anderes Stativ, das dem ähnlich ist von seiner Ausstattung, von seiner Größe, ist das Gizo Systematic aus der Serie 5. Das hat eine Traglast ebenfalls von 30 Kilo, hat eine Höhe von maximal 1,67 Meter, ist also noch ein kleines bisschen höher sogar, hat allerdings ein Gewicht von 3,7 Kilo. Da bin ich jetzt nicht sicher, ich habe das nicht gefunden bei Gizo, ob der Kopf, der da mitgeliefert wird, ob der schon drauf ist oder nicht. Und das Stativ kostet 1.527 Euro. Allerdings mit dem Kopf, ziehen wir den Kopf ab, der kostet ungefähr 450 Euro, sind wir bei 1.100 und ein paar kaputten. Also sagen wir, das Gizo kostet ungefähr 1.100 Euro. Liegt ein kleines bisschen über dem, was regulär das Rollei Lion Rock kostet. Und das Tink Teak kostet 449 Euro. Kommen wir zum Fazit. Wenn ihr zu den großen Menschen gehört, die immer Probleme haben, für einen übersichtlichen, vernünftigen Preis ein großes, ein hohes Stativ zu bekommen, wenn ihr zu denjenigen gehört, die ein großes, ein sehr stabiles Stativ brauchen mit einer sehr hohen Traglast, sei es für Foto oder auch für Video, dann solltet ihr euch auf jeden Fall mal das Tink Teak Jumbo angucken, das für den genannten Preis von 449 Euro eigentlich alles bietet, was man sich nach meiner Einschätzung
als Fotograf, wie gesagt, wir können sogar Panoramafotografie machen, können das Ganze ausrichten, was man sich als Fotograf und als Videofilmer wünschen kann. Ein Aspekt sei noch ergänzt, den hätte ich jetzt fast vergessen. Durch dieses kurze Element könnt ihr auch bodennah fotografieren. Wenn wir das lange Element hatten, wenn wir das lange Element nehmen, dann können wir das Stativ natürlich nicht ganz bodennah ausrichten. Wenn wir aber die Stativbeine maximal zur Seite auslegen, dann kommt trotz dieses kurzen Knubbels hier, liegt das Stativ nicht auf und wir können trotzdem die niedrigste Position mit dem Stativ verwenden und können damit dann sogar auch ohne Probleme ganz bodennah fotografieren.